Gefühls voller Witz, das ist ihr Geheimrezept. Das Fräulein wirkt zwar klein, doch das ist nur Schein. Komm schon, ruf sie an und sie wird bei dir sein. An diesem Ort wird es stattfinden, genau hier. Ganz Spitzimädchenhausen wird herkommen und an dem Klimabärenumzug teilnehmen. Wir müssen also dafür sorgen, dass der Ort nicht so macht. Ich gebe euch ein Lächeln, seht ein Lächeln. Komm schon, weg damit, weg damit, weg damit, Leute. Ich schaffe das schon. Ich brauche keine Hilfe. Ich kann das alleine. Wir werden gemeinsam daran arbeiten. Zusammen geht's weiter. Wir brauchen hier drüben dringend eure Unterstützung. Also na gut, Leute. Ich zähle bis drei. Eins. Drei. Ihr Bärchen, gute Arbeit! Ja! Oh, sieht sich das einer an? Nicht schlecht, nicht schlecht! Denkt ihr, die sind für die Feier des ersten Frostes? Oh, wisst ihr was? Das ist für mich einfach die schönste Zeit des ganzen Jahres. Okay, dann los, bringen wir hier alles so richtig zum Funkeln. Das Wetter langsam bärig kalt werden. Wartet, ich helfe euch. Wenn wir zusammenarbeiten, werden wir viel schneller fertig. Ich glaube, hier ist sowas wie eine alte Schatulle. Was wohl da drin ist? Entschuldigt. Hier ist ein Buch. Und zwar das, das wir zum ersten Frost lesen. Das ist es wirklich. Darin geht es um den allerersten Winter in Bitzibärchenhausen. Ich wette, jeder würde diese Geschichte gerne mal wieder hören. Ich werde sie hier im Café vorlesen und jeden in Bitzibärchenhausen einladen. Kommt schon, ihr könnt mir dabei helfen. Bist du hier drin? Himbeertörtchen! Gleich, Emily! Ah, ich hab's gefunden! Was ist das alles? Naja, ich stelle gerade meine Winterkollektion zusammen. Die ist bärig schön. So originell, so einzigartig. Vielen Dank! Ich habe auch mein ganzes Herz in jedes einzelne Teil der Kollektion gesteckt. Unglaublich, du übertriffst dich jedes Jahr aufs Neue. Ich bin einfach der Meinung, dass man nur etwas machen sollte, wenn man auch bereit ist, dafür sein Bestes zu geben. Also höre ich damit erst auf, wenn ich es definitiv und ohne jeden Zweifel nicht besser machen kann. Wie du schon sagtest, ich möchte etwas wirklich Originelles, Einzigartiges und noch nie zuvor Gesehenes schaffen. Na dann, kommt mit, Schnurrschönchen und Plätzchen. Wir lassen Himbeertörtchen lieber arbeiten. Oh, heute Abend gibt es im Café eine Lesung. Ich würde mich sehr freuen, wenn du kommst. Hä? Oh, ja, natürlich.
Hm, ich werde da sein. Hey, Plätzchen! Seht nur, sie kommen! Hallo, Emily! Hallo! Hey, Emily! Hallo, Emily! Oh, hallo! Schön, dass ihr es geschafft habt. Danke! Kommt alle rein, ihr könnt euch hinsetzen, wo ihr wollt. Oh, ich freue mich schon sehr auf die Geschichte, Emily. In früheren Zeiten war das für mich der schönste Teil beim ersten Frost. Ja, das ist eine bärig lustige Zeit des Jahres. Mit ganz vielen Feiern, dem Glimmerbärenball und dem Glimmerbärenumzug. Aber manchmal vergessen wir, was für ein wichtiger Grund dahinter steckt. Deswegen sollten wir auch hin und wieder dieses Buch lesen, Der große Glimmerbärenumzug. Es erzählt die Geschichte vom allerersten, ersten Frost. Vor langer Zeit, als Bitzibärchenhausen ein bitzig kleiner Ort war, hat jeder fleißig dabei geholfen, dass die neue Stadt wächst. Zusammen pflanzten sie die Samen, aus denen der wunderschöne, gut gewachsene Bärchenhain werden würde. Aha! Aber der erste Winter in dem ersten Jahr war nicht einfach. Es war bitterkalt. Einige der Stadtbewohner waren durch Schneewehen in ihren Häusern gefangen und mussten von anderen ausgegraben werden. Bei einigen Bewohnern wurde der Wintervorrat an Essen knapp und andere teilten mit ihnen, was sie hatten. Als der Tag vorüber war, wurde es noch kälter. Und kälter und immer kälter. Es sah so aus, als würden die jungen Bärenpflanzen sterben. Zu dieser Zeit wurde die erste Glimmerbeere geschnitzt und zu einer wunderschönen, leuchtenden Laterne gemacht. Weil es sehr wichtig war, die... Wow, so lange gibt es das mit dem Glimmerbärenschnitzen hier schon? Das ist richtig, schon seit vielen Jahren. Das wusste ich gar nicht. Und heutzutage, wenn wir unsere geschnitzten Beeren nehmen... Ich habe nie gewusst, dass das einen richtigen Grund hat. Ich dachte, wir machen das, weil es lustig ist. Es ist schön, aber es ist trotzdem auch wichtig, weil... Dieses Jahr werde ich die allerschönste Glimmerbeere schnitzen, die es je gegeben hat. Natürlich sollten wir uns daran erinnern, wieso wir die Beeren schnitzen. Wisst ihr, in der Geschichte wird erzählt, dass... Oh, ich werde sofort damit anfangen, an meinem gewagten Entwurf zu arbeiten. Oh, ich auch. Aber wollt ihr nicht noch das Ende hören? Oh ja, aber ich würde mich jetzt sehr gerne an ein paar Entwürfe setzen. Wieso sollten wir noch länger damit warten? Ich werde mich mal wieder absolut selbst übertreffen dieses Jahr. Ihr werdet schon sehen. Los geht's. Beeilen wir uns. Verlieren wir keine Zeit. Ich habe viel zu tun. Das wird bestimmt sehr lustig. Aber, Ich schätze, Sie denken, dass diese Geschichte nicht so wichtig ist. Es tut mir leid, Prinzessin Bärchen. Vielleicht war der Zeitpunkt gerade nicht richtig. Aber eines Tages, Emily, wirst du ihnen dabei helfen zu erkennen, aus welchem Grund der Umzug jedes Jahr stattfindet. Du wirst es schaffen. Gut. Aber nicht gut genug. Nicht originell, einzigartig und noch nie zuvor gesehen genug. Ich werde in diesen Entwurf mein ganzes Herz reinstecken. Es soll das Allertollste und Wunderschönste... Nein, das ist es noch nicht. Aha! Ja! Oh ja, ich denke, das könnte gut werden. Ein bisschen mehr hier unten, dafür ein bisschen weniger da. Das ist es. Ich wette, so einen tollen Entwurf hat noch nie einer zuvor gesehen. Himbeertörtchen? Oh, was? Ist das dein Glimmerbärenentwurf? Nein. Ich meine, vielleicht. Ich meine, ich weiß es nicht. Ich meine... Wieso? Ich habe nur so gefragt, ich habe ihn nicht gesehen. Nicht mal für eine halbe Sekunde? Naja, vielleicht für die Hälfte einer halben Sekunde, aber deswegen bin ich nicht hierher gekommen. Ich will einfach nur, dass es eine Überraschung wird. Das kann ich verstehen. Ich will auch, dass mein Entwurf eine Überraschung wird. Ich wollte nur fragen, ob ich ein bisschen Zeichenpapier leihen darf, damit ich meinen Glimmerbärenentwurf machen kann. Ich habe ihn in meinem Kopf, aber wenn ich ihn nicht bald zeichne, könnte er wieder verschwinden. Aber natürlich, mit meinem Entwurf hat das auch so funktioniert. Die Idee dazu ist dir auf magische Weise in meinem Kopf erschienen. Hier für dich. Oh, die hier scheint ziemlich gut zu sein. Schöne Form, richtige Größe. Ich denke, die werde ich nehmen.
Und wie sieht es bei dir aus, Emily? Hattest du schon Glück? Also mir gefällt diese hier ganz gut. Was hältst du davon? Sie ist wirklich sehr schön. Genau richtig für dich. Hey, Himbeertörtchen, hast du dir eine Glimmerbeere ausgesucht, die du schnitzen willst? Ja, das habe ich. Und ich gehe damit jetzt lieber schnell nach Hause. Was sollte das denn gerade? Sie will, dass ihre Beere eine große Überraschung wird. Ich bin ja schon so gespannt. Ich habe mir richtig viel Mühe gegeben. Hey, wo geht ihr denn alle hin? Rüber zu Emily. Wir zeigen uns gegenseitig unsere Glimmerbeerenentwürfe. Kommst du auch, Himbeertörtchen? Okay. Aber ich werde natürlich niemandem meinen Entwurf zeigen, solange meine Glimmerbeere noch nicht fertig geschnitzt ist. Ich hoffe, es wird euch gefallen. Wer fängt denn an? Ich kann es kaum erwarten. Ja, ich bin auch schon sehr gespannt. Darf ich zuerst? Darf ich, bitte? Klar, Fläumeli, fang ruhig an. Es hat eine Weile gedauert, bis es so war, wie ich es wollte. Aber was denkt ihr? Oh, dieser Entwurf sieht ja fast genauso aus wie mein eigener. Das ist fantastisch, Fläumeli. Seht euch das an, ich habe auch sowas. Hey, das habe ich auch. Und wisst ihr was? Ich auch. Wie konnte das denn passieren? Das konnte passieren, weil Orangella meine Zeichnung kopiert hat. Aber Himbeertörtchen, ich habe deine Zeichnung nicht mal gesehen. Tja, natürlich hast du das nicht. Wie soll sie die Zeichnung dann kopiert haben? Das ist doch klar. Orangella hat Bonnies gesehen, Bonnie Pfläumelis, Pfläumeli Citronellas und Citronella hat meine gesehen. Das soll nur ein Witz sein, oder Himbeertörtchen? Ich finde nicht, dass das ein Witz ist. Wir sollten jetzt alle ruhig bleiben und das aufklären. Ich habe wirklich hart an diesem Entwurf gearbeitet. Ich wollte dieses Jahr unbedingt etwas ganz Besonderes, Originelles und Einzigartiges für den Glimmerbeerenumzug machen. Ich habe mein ganzes Herz in diesen Entwurf gesteckt. Es gibt sicher eine bärig einfache Erklärung dafür. Ja, natürlich gibt es die. Ihr habt alle meine Zeichnung kopiert. Aber ihr braucht euch jetzt nicht mehr auf mich zu verlassen. Ich werde dieses Jahr auf keinen Fall eine Glimmerbeere schnitzen. Aber Himbeertörtchen, wir brauchen dich. Wir können mit dem Glimmerbeerenumzug nicht anfangen, wenn irgendjemand fehlt. Weißt du, ich sage das nicht gerne, aber vielleicht hat Himbeertörtchen recht. Und Orangella hat wirklich meine Zeichnung kopiert. Ich wollte es eigentlich nicht aussprechen, aber ich denke, dass Citronella meine auch kopiert haben könnte. Es ist schlimm, dass ich überhaupt daran denke, aber ich habe das Gefühl, dass Pfläumeli meine Zeichnung kopiert haben könnte. Emily, wir haben ein kleines Problem. So langsam fange ich an zu glauben, dass wirklich einige von anderen kopiert haben. Oh, Pfläumeli. Ehrlich? Bonnie war an diesem Tag sehr lange bei mir und vielleicht hat sie... Das habe ich gehört. Ich soll deine Zeichnung kopiert haben? Hör zu, ich sage ja nur, dass... Aber es war Orangella, die mich kopiert hat. Ich habe überhaupt niemanden kopiert. Bist du sicher, dass du nicht diejenige warst, die mich kopiert hat? Nun kommt schon, hört auf damit, Leute. Wir dürfen es nicht übertreiben. Was dürfen wir nicht übertreiben? Ich bin von der Haseleine hochgekommen. Also gib doch nicht zu, dass du ihn kopiert hast, Pfläumeli. Sie haben einfach nicht damit aufgehört, sich gegenseitig zu beschuldigen. Und jetzt will keine von ihnen mehr eine Beere schnitzen. Aber es ist wirklich überaus wichtig, dass alle zusammenarbeiten. Sonst kann der Glimmerbeerenumzug nicht stattfinden. Ich fürchte, wir haben keine andere Wahl, als die Feier abzusagen. Danke, Schnurrschönchen. Oh, Plätzchen. Ich weiß, dass du helfen möchtest, aber es gibt nichts, was wir tun können. Das brauchen wir nicht mehr. Hey, warte eine Minute. Oh. 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 Das erklärt natürlich einfach alles. Ich weiß jetzt ganz genau, was zu tun ist. Besprechung! Es ist Zeit für eine Besprechung! Besprechung im Café! Bonnie, Himbeertörtchen, Orangella, Citronella! Kommt rüber, so schnell ihr könnt! Und sagt es jedem, den ihr seht! Alle mal hergehört! Wichtige Besprechung! Auf der Stelle! Weißt du, was los ist? Jemand muss doch etwas wissen! Keine Ahnung! Was soll das denn alles, Emily? Emily, warum hast du uns hierher bestellt? Ich möchte euch jetzt den Rest vom Glimmerbeerenumzug vorlesen.
Wir haben die Geschichte nicht beendet. Aber wieso? Dieses Jahr wird der Umzug doch auf keinen Fall stattfinden. Bitte, bleibt einfach hier und hört mir zu. Wenn ich fertig bin, werdet ihr es ganz sicher verstehen. Schnurrschönchen, das Licht. Als der kälteste aller kalten Winter Bitzibärchenhausen traf, arbeiteten alle Einwohner zusammen, um den neu gepflanzten Hain zu retten. Aber das Wetter wurde immer rauer und sie wussten, die neuen Pflanzen würden es nicht schaffen. Dann hatte das kleinste aller Bärchen eine Idee. Wir können die gefrorenen Beeren, die wir haben, schnitzen, sagte es. Und dann können wir Glühwürmchen hineinsetzen. Wieso sollten wir das machen? Fragten die anderen. Wenn wir sie zu dem Hain tragen, erklärte er, halten sie die Pflanzen vielleicht warm. Zuerst lachten sie nur über das kleine Bärchen. Aber dann verstanden sie es. Es war ihre einzige Hoffnung. Würden es die Pflanzen nicht schaffen, hätten sie nichts mehr zu essen und keine Kraft, um die kleine Stadt aufzubauen. Also arbeiteten sie alle zusammen und brachten die leuchtenden Beeren in die Felder. Und es funktionierte. Die Pflanzen waren gerettet. Aber nur, weil jeder Einzelne in Bitzibärchenhausen eine Laterne gebracht hat, um die Pflanzen warm zu halten. Die Einwohner von Bitzibärchenhausen hatten verstanden, dass sie voneinander abhängig sind. Genauso wie von den Glimmerbeeren. Und deswegen feiern wir jeden Winter den Glimmerbeerenumzug. Jeder in Bitzibärchenhausen schnitzt eine gefrorene Beerenlaterne. Die ganze Stadt kommt zusammen und alle zünden ihre Laternen in einem Kreis an. Damit gibt jeder Einzelne das Versprechen, dass die Einwohner zusammenhalten und sich gegenseitig helfen werden, wenn die harten Wintertage kommen. Freunde helfen Freunden. Und jetzt versteht ihr vielleicht den wahren Grund für den Umzug. Oh, auweia. Ich glaube, mein Verhalten war wirklich bärig doof. Da ist noch etwas, das ich euch gerne zeigen würde. Seht ihr das? Hier. Warte, das ist mein Entwurf. Ganz genau. Und ich habe auch so etwas gezeichnet. Hey, ich auch. Genau wie ich. Das haben wir alle. Ihr habt es sicher gesehen, als ich die Schatulle geöffnet habe. Aber das ist euch nicht bewusst gewesen. Deswegen hattet ihr den gleichen Entwurf. Den hatten wir alle. Oh, dann habe ich euch wohl völlig zu Unrecht beschuldigt, meinen Entwurf kopiert zu haben. Oh. Es tut mir schrecklich leid. Ich hoffe, ihr könnt mir vielleicht irgendwie vergeben. Ja, na klar, Himbeertörtchen. Wenn du mir vergeben kannst. Und mir. Mir auch. Wir haben wohl alle etwas überreagiert. Oh, seht euch das mal an. Es wird draußen richtig eisig. Ich wette, die Beeren sind jetzt bärig gefroren und genau richtig fürs Schnitzen. Ihr solltet euch lieber beeilen, wenn die Glimmerbeeren noch rechtzeitig für den Umzug fertig werden sollen. Ja! Ja! Wie findet ihr das? Wunderschön. Und wie ist das? Ganz toll, Orangella, aber du hast ein bisschen was übersehen. Und, seid ihr alle gleich fertig? Ich bin von hier aus. Wir waren auch schon ganz aufgeregt. Eine Sekunde. Ich sag Ihnen schon mal Bescheid. Bitte sagt den Glühwürmchen, wir sind soweit. Dankeschön! Wenn gar nichts klappen mag und dich dein Glück verlassen hat, leuchtet ein Regenbogen am Horizont voll Licht. Wenn alles auseinanderbricht und auf dem Bärentörtchen wurde nichts, wartet dein Glückskleeblatt vielleicht schon auf dich. Traumhaft süß, traumhaft gut, dieses Leben bietet alles so viel Glück, so viel Mut. Glaube nur, wenn ich sag, schau dich um und du wirst sehen, es ist ein traumhafter Tag. Eine Melodie, lass dich verführen. Lass dir von niemandem den Sonnenschein nehmen. Lass einen bunten
Drachen steigen. Dem Unmut darfst du Zähne zeigen. Glitzernd schön wie nie zuvor, dringt es an dein Ohr. Traumhaft süß, traumhaft gut. Dieses Leben bietet alles, so viel Glück, so viel Mut. Glaube mir, wenn ich sag, schau dich um und du wirst sehen, es ist ein traumhafter Tag, einfach gut. ohne Dessert. Hilfe! Hilfe! Hm? Emily, wir stecken im Matschfeld! Hilfe! Nein, Plätzchen, du bleibst auch im Matsch stecken. Fangt! Ja! Danke, Emily, du hast uns gerettet. Vielen Dank. Wie bärig gut, dass ich vergessen habe, euer Dessert einzupacken. Was ist mit dem Boot passiert? Der Letzte, der es benutzt hat, hat es nicht angebunden. Wie können wir es zurückholen? So, fertig. Ihr habt ein bärig schönes Picknick. Danke. Jemand hat sein Handy hier vergessen. Fangen! Ich weiß schon, wem das gehört. Es war einmal eine Prinzessin. Sie lebte in einem weit, weit entfernten Land und sie war... Oh, tut mir leid. Ich helf dir hoch. Entschuldigt. Deins? Nein. Meins? Meins! Der Prinz heiratete die Prinzessin und sie lebten glücklich bis an ihr Lebensende. Na also, fertig. Gerade noch rechtzeitig für Bonnies Buchclub. Ach, hier, Pfleumeli. Oh. Ah, danke. Ich wusste nicht, wo ich es vergessen habe. Im Boot. Oh, ja. Jetzt weiß ich's wieder. Ich bin so mit den Proben für meine Tanzaufführung beschäftigt. Ich würde sogar meine Haare vergessen, wenn das ginge. Sie sind aber angewachsen, oder? Kein Problem. Das Boot ist leider weggeschwommen. Hast du vergessen, es anzubinden? Ich habe es angebunden. Und du hast wirklich zwei Knoten gemacht? Zwei? Ein Knoten, zwei Knoten, das ist doch nicht wichtig. Also für die Bärchen war es schon wichtig. Sie mussten das Boot von der Mitte des Sees holen. Ich sag ja nur, du weißt, zwei Knoten, so ist die Regel. Wessen Regel? Ich kann mich daran nicht erinnern. Naja, Citronellas, es ist ihr Boot. Tja, vielleicht ist das eine doofe Regel. Aber erzähl ihr nicht, dass ich das gesagt habe. Ansonsten kriege ich noch große Probleme. Hi, Flamily. Oh. Was verschickst du? Einladungen für meine Tanzaufführung. Klasse.
Hey, ich krieg doch auch eine, oder? Oh, ja. Hab sie. Danke, Maria Käfer. Oh, das müssen ja genug Briefe sein für... Für jeden Einwohner von Bitsi-Bärchenhausen und jedes einzelne Bärchen aus dem Bärchenhain. Aha. Wow. Die sollen alle sofort raus. Benutzt den Stempel für extra spezielle, supereilige, ultraschnelle Zustellungen. Ich darf den Stempel für extra spezielle, supereilige, ultraschnelle Zustellungen benutzen? Sie werden schneller zugestellt, als man aussprechen kann. Extra spezielle, supereilige, ultraschnelle Zustellung. Danke. Eine Einladung zu Pfleumelis Tanzaufführung. Wow! Oh, wow! 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 Was? Stimmt etwas nicht, Fräulein Erdbeer? Das Datum von Pfleumelis Tanzaufführung. Sie soll hier auf der Café-Varieté-Bühne stattfinden, was in Ordnung ist. Aber ich glaube, dass das Datum, zu dem sie uns eingeladen hat, schon reserviert wurde. Oh nein, nicht doch. Bonnie hat sich genau für dieses Datum eingetragen. Sie weiß, dass man sich eintragen muss. So lautet die Regel. Jeder weiß das. Da hat sie wohl einen Fehler gemacht. Sie weiß, dass man sich eintragen muss. So lautet die Regel. Das weiß doch jeder. Emily! Oh, hallo, Herr Rapelius. Hallo, Fräulein Bonnie. Emily, hast du Fleumeli meinen Café-Varieté-Abend gegeben? Die Babybärchen werden unglaublich enttäuscht sein. Ich soll ihnen noch ihre Lieblingsgeschichte vorlesen. Ich habe ihr nicht deinen Abend gegeben. Fleumeli muss vergessen haben, sich einzutragen oder nachzusehen, ob das Datum schon reserviert ist oder... Es wird alles gut. Sie wird ihre Tanzaufführung einfach verlegen, hm? Aber sie hat doch schon an alle Einladungen verschickt. Arme Fleumeli. Ich weiß. Es tut mir auch leid. Aber fair ist fair. Und du hast dich an die Regeln gehalten. Sie leider nicht. Keine Sorge. Ich werde es ihr erklären. Naja, okay. Vielen Dank, Emily. Es wird sicher nicht leicht, es ihr zu sagen. Ich kann mir auch Schöneres vorstellen. Da wird jemand bestimmt bärig doll enttäuscht sein. Fleumeli, hast du eine Minute Zeit? Na klar. Oh, hast du meine Einladung gekriegt? Ja. Darum geht es. Der Tag, der in deiner Einladung steht, die Varietébühne ist da schon reserviert. Oh, wieso? Du hast dich dafür nie eingetragen. Aber, okay, dann mache ich das eben jetzt. Aber es ist zu spät. Bonnie hat den Tag schon vor Wochen reserviert, um den Babybärchen vorzulesen. Oh nein. Geht das nicht an einem anderen Tag? Um sie geht es nicht. Das sind die Regeln für das Café. Es sind meine Regeln. Oh, können wir die Regeln nicht ausnahmsweise ändern? Sie kann den Babybärchen jeden Tag vorlesen. Darum geht es doch nicht. Sie hat die Regel befolgt. Also wäre es nicht fair, wenn sie ihren Abend verschieben müsste. Oh, aber ich habe sie doch selbst gemacht. Die vielen schönen Einladungen. Tut mir leid, Fleumeli. Ich helfe dir bei den neuen, wenn du gerne möchtest. Nein, ist schon in Ordnung. Ich mach sie alleine. Okay. Das tut mir alles wirklich leid. Ich bin da, wenn du meine Hilfe brauchst. Hast du Fleumelis neue Einladung zu ihrer Aufführung gesehen? Ich finde, das ist der beste Scherz, den sie je gemacht hat. Ach, wirklich? Ich habe noch gar nicht nach meiner Post gesehen. Was steht denn da drin? Sie hat das Datum und den Ort der Aufführung geändert. Jetzt findet sie in ihrem Tanzstudio statt, nicht in Emilys Café. Und sie sagt, dass es neue Regeln für das Betreten des Studios gibt. Hör zu. Um das Tanzstudio betreten zu können, müsst ihr bitte erstens einen gelben Hut tragen, zweitens dreimal klopfen und drittens das richtige Passwort erraten. Oh, unsere Pfleumeli ist ein richtiger Scherzkeks. Ich denke nicht, dass das ein Scherz ist. Natürlich ist es das. Oder etwa nicht? Sie ist sauer wegen meiner Eintragungsregel in meinem Café. Aber diese Regel ist doch sinnvoll. Ein Hut tragen, dreimal klopfen, das ist einfach totaler Unsinn. Juhu, Fräulein Fleumeli. Die Tür ist verschlossen. Wir sind wegen unserer Tanzstunden hier. Ich habe es klopfen gehört, aber nicht dreimal. Emily hatte recht. Es war wirklich kein Scherz. Ich dachte, sie war vielleicht nicht ganz sie selbst. Sie ist definitiv nicht mehr ganz sie selbst. Das Passwort bitte. Ich wette, es ist eine Ballettübung. Plee? Nee, nee.
Es ist Ihr Lieblingskuchen. Ist es Stachelbeerkuchen? Mein Lieblingskuchen. Aber nicht das Passwort. Wie wäre es mit völlig lächerlich? Lächerlich ist natürlich richtig. Haha, wusste ich's doch. Gelbe Hüte. Aber wir haben keine gelben Hüte. Ich fürchte dann... Ist das dein Ernst? Du lässt uns nicht rein, weil wir keine Hüte tragen? Gelbe Hüte. Oh, aber Fräulein Fläumeli, ich habe den Foxtrott eine Woche lang trainiert. Ich schaffe ihn jetzt fast mit all meinen Füßen gleichzeitig. Fair ist fair. Regeln sind Regeln. Ich habe noch nie etwas so Unsinniges gehört. Ich auch nicht. Oh, aber es bringt mich auf eine Idee. Wo ist Fläumeli? Sie kommt sonst nie zu spät zum Buchclub. Ich werde sie mal anrufen. Hi, Fläumeli. Hier ist Emily. Wir warten alle bei Bonnie auf dich wegen des Buchclubs. Aha, okay. Ich verstehe. Sie sagt, sie muss für ihre Aufführung proben. Sie hat doch eigentlich genug Zeit zum Proben gehabt. Schließlich hat sie heute gar keine Tanzstunden gegeben. Ganz genau. Was ist denn bloß in sie gefahren? Das Passwort bitte. Sesam. Leider nicht. Kitzelig? Nein. Tja, dann muss ich wohl an einem anderen Tag wiederkommen. Ich errate es nicht. Das ist es! Du hast es! Das Passwort! Es ist erraten. Schlau, oder? Aber du trägst keinen gelben Hut. Fläumeli, wir müssen uns unterhalten. Ich weiß, dass du sauer auf mich bist, aber ich denke, dass du mit deiner Reaktion einfach zu weit gehst. Ich weiß gar nicht, was du meinst. Diese ganzen unsinnigen Regeln. Wenn du meine Regeln unsinnig findest, was ist dann mit Himbeertörtchens Regeln? Himbeertörtchen hat auch Regeln? Komm rein! Aber vergiss nicht, du darfst nur auf den Punkten stehen. Was? Oh, Emily! Du bist es. Du musst nicht auf den Punkten stehen. Darf ich fragen, wer es muss? Naja, wenn Fläumeli kommt, um ihre Tanzkostüme anzuprobieren, muss sie auf den Punkten stehen. Oh. Fair ist fair. Wenn Fläumeli will, dass ich ihre unsinnigen Regeln für ihr Tanzstudio befolge, muss sie natürlich auch meine unsinnigen Regeln befolgen. Ist doch klar. Und außerdem bin ich nicht die Einzige, die so denkt. Citronella und Herr Oppelius haben für Fläumeli auch unsinnige Regeln. Was... denn für Regeln? Naja, Citronella verlangt, dass Fläumeli einen grünen Hut trägt, wenn sie in ihren Salon kommt. Und während sie ihre Haare und Nägel macht, muss sie pfeifen. Oh, und Fläumeli muss ein Gedicht mit dem Titel Ode an die Raupenwelt vortragen. Und Herrn Raupelius mit Eure Hoheit ansprechen, bevor sie seinen Minigolfplatz überhaupt betreten darf. Ich weiß, ich weiß. Ich finde auch, dass Fläumelis Regeln unsinnig sind. Jemandem etwas nachzutragen, bringt niemandem etwas Gutes. Aber ich denke, dass es noch schlimmer wird, wenn ihr es genauso macht wie sie. Außerdem sollten Regeln für jeden sein. Es ist nicht fair, dass nur Fläumeli eure Regeln befolgen soll, wisst ihr? Oh, das ist ein sehr gutes Argument. Wirklich exzellent. Okay, Emily. Ich verstehe, was du sagen willst. Ich auch. Da bin ich froh. Noch mehr Tee? Hi, Emily! Wieso tragt ihr denn grüne Hüte? Wir müssen. Citronellas neue Regel. Ach, wirklich? Wundervoller Schlag, Euer Hoheit, Herr Raupelius. Oh, ich danke Ihnen. Oh, wie schade. Sie sind wohl wieder an der Reihe, Euer Hoheit, Herr Raupelius. Das ist aber mein Ball, Euer Hoheit, Herr Raupelius. Mein Fehler, Eure Hoheit. Ich meine, es funktioniert einfach nicht, Minigolf gegen sich selbst zu spielen. Das geht nicht.
Hi, Orangella. Kommst du vorbei und probierst dein neues Kleid an? Es ist fertig. Ich denke wohl eher nicht. Es ist zu anstrengend, von Punkt zu springen. Oh, okay. Also, bis dann. Hallo, Bonnie. Kommst du diese Woche zu deiner Maniküre? Du hast keinen neuen Termin gemacht. Tut mir leid, Citronella. Meine Lippen tun immer noch weh von der Pfeiferei beim Pediküren. Ich denke, ich warte lieber noch eine Woche. Okay. Oh, gar kein Problem. Emily? Hi, hier ist Citronella. Ich habe heute ein Gesichtspeeling im Angebot. Und was ich sagen will, ist, du musst auch nicht pfeifen. Du hattest recht, dass wir uns so wie Pfleumili verhalten, bringt gar nichts. Danke, Citronella. Ich bin froh, dass du das sagst. Wir sehen uns. Oh, die riechen einfach himmlisch. Dankeschön. Das war Citronella. Sie hat entschieden, ihre unsinnigen neuen Regeln aufzugeben. Das habe ich auch, Fräulein Erdbeer. Die bringen allen zu viel Ärger. Es kommt niemand mehr zu mir, bis sie Minigolf spielen. Wenn Pfleumili nur auch ihre Regeln aufgeben würde. Emily, du musst nicht auf den Punkten stehen. Muss ich nicht? Nein, ich habe entschieden, dass das eine unsinnige Regel war. Es war so anstrengend für die Leute, dass einfach keiner mehr in meine Boutique kommen wollte. Hier, bitte sehr. Oh, es ist wunderschön, Himbeertörtchen. Vielen Dank. Du hast auf meine Einladung mit Nein geantwortet. Oh, naja, weißt du, die einzigen, die von euch kommen werden, sind Bonnie und Emily. Meine neuen Regeln sind schuld, richtig? Also, um ehrlich zu sein, ja, ich war zu beschäftigt, um einen gelben Hut zu machen. Tja, weißt du was? Während der Aufführung gelten alle meine Regeln für das Studio nicht. Wirst du dann kommen? Keine Hüte, kein Klopfen, kein Passwort. Ich bin dabei. Hallo alle zusammen. Ich wollte euch nur wissen lassen, dass alle meine Regeln heute Abend nicht gelten. Also bitte kommt zu meiner Aufführung. Ja! 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 Hi, Orangella. Hi, Maria Käfer. Braucht ihr Hilfe? Wir sind fast fertig. Wir füllen gerade Beutelchen mit einer Nussmischung. Sind die nicht niedlich? Himbeertörtchen hat sie gemacht. Sie hat auch den Rock für meine Aufführung gemacht. Wie schön. Das ist nett von ihr. Sehr nett. Ich wollte euch wissen lassen, dass heute Nacht und wirklich nur heute Nacht die Regeln für mein Tanzstudio nicht gelten. Ich hoffe also, dass ihr beide eure Meinung ändert und zu meiner Show kommen werdet. Okay, ich werde da sein. Ich auch. Ich bin toll. Vielen Dank, dass ihr alle gekommen seid. Und bitte bedient euch draußen an den Erfrischungen. Du warst fantastisch, Pfleumili. Und was für ein schönes Kostüm. Dankeschön. Das habe ich Himbeertörtchen zu verdanken. Oh! Was ist los? Mein Studioboden. Es sind lauter Löcher drin. Er ist ruiniert. Maria Käfer! Pfleumili? Stopp! Nicht bewegen! Deine Schuhe! Was ist damit? Ich fürchte, deine Absätze haben Löcher in Pfleumelis Studioboden hinterlassen. Ach, herrje, ich fühle mich furchtbar. Aber einfach jeder kennt doch meine berühmte Tanzstudio-Schuhwerkregel. Keine Absätze. Das war meine allererste und älteste Regel. Aber du hast uns vorhin gesagt, dass alle deine Regeln heute Abend nicht gelten würden. Ich, naja, ich dachte, das betrifft auch die Schuhregel. Es tut mir ja so schrecklich leid. Ich habe nie darüber nachgedacht, wieso du diese Regel hast. Aber jetzt sehe ich, wieso sie wichtig war. Oh, Pfleumeli, was kann ich tun? Ich helfe dir dabei, den Boden auszubessern. Das tust du? Na klar doch. Ich auch, Pfleumeli. Vielen Dank, Maria Käfer. Es war ja nicht mit Absicht. Es ist meine eigene Schuld. Ich habe mich mit den Regeln nicht klar ausgedrückt. Emily, du würdest mir wirklich helfen? Nachdem ich mich so albern verhalten habe und sauer auf dich war und all das? Natürlich, Pfleumeli. Ich würde dir sogar bärig gerne helfen.
Du hattest so recht, Emily. Deine Eintragungsregel ist wichtig. Und ich hätte sie respektieren sollen. Auch wenn ich da noch nicht verstanden habe, wozu sie gut sein soll. Das nächste Mal, wenn du nicht verstehst, wozu eine Regel gut sein soll, frag einfach nach. Ja, das werde ich. Vergesst nicht, zwei Knoten zu machen. Wir wollen doch nicht, dass das Boot verloren geht. Und außerdem ist es Citronellas Regel. Und es ist eine gute. Na klar ist sie das. Es wird nicht nochmal davon schwimmen. Auf gar keinen Knoten. Vielen Dank, dass du mir diesen Pogo-Stick besorgt hast. Das war eine tolle Idee. Sieh nur, was ich damit alles kann. Oh, zum Hüpfen ist recht. Doch wirklich nicht schlecht. Oh nein, es macht Spaß. Und das eingebaute Hüpfometer ist super. Maria Käfer, ist bei euch in der Post vielleicht ein Paket angekommen für Herrn Bärchen? Eines von diesen muss es sein. Oh, pass auf. Ja. Und, glaubst du, das ist das Reisemagazin, auf das du gewartet hast? Oh, weißt du, mal sehen. Du musst ja so aufgeregt sein. Endlich kannst du in den Urlaub fahren. Nun ja, eigentlich werde ich nicht fahren. Du fährst nicht? Ich habe beschlossen, dass es mir wichtiger ist, dieses ganz besondere Beerensaatgut zu kaufen. Also kann ich mir momentan einen Urlaub einfach nicht leisten. Diese neuen Beerenpflanzen sind ganz wichtig für die Bärchenfarm und alle anderen in Bitzi-Bärchenhausen. Oh. Aber Herr Bärchen, du hast doch schon letztes Jahr auf deinen Urlaub verzichtet, weil du meine kranken Petunien gepflegt hast. Und vorletztes Jahr, um uns bei der Beerenernte zu unterstützen. Vielleicht nächstes Jahr, aber jetzt sollte ich die Samen wohl besser einpflanzen. Warte doch! Willst du dir das Bitzi-Bärchen-Weltreisemagazin nicht wenigstens angucken? Oh, das werde ich tun, wenn ich endlich wirklich einen Urlaub plane. Der Arme arbeitet definitiv zu hart. Das ist gar nicht gut für ein Bärchen. Hi, Orangella. Herr Bärchen ist mir gerade entgegengekommen und er schien nicht wirklich glücklich zu sein. Fantastisch! Nein, irgendwie nicht. Er wirkte eher, traurig. Nein, ich meinte das hier. Das Reisemagazin richtet einen Wettkampf aus. Derjenige, der einen Bitzi-Bärchen-Weltrekord bricht, gewinnt eine Reise seiner Träume. Das würde Herrn Bärchen aufmuntern. Eine Traumreise. Und ich habe schon eine Idee, wie wir das schaffen. Das ist eine bärig gute Idee. Nur gut? Oh, die ist großartig. Herr Bärchen hat einen Urlaub wirklich verdient. Aber dafür einen Weltrekord brechen? Was könnten wir denn Weltrekordmäßiges machen? Tja. Worin sind wir gut? Du bist eine exzellente Köchin. Himbeertörtchen ist die beste Modedesignerin. Und Pfläumeli, du bist eine erstklassige Tänzerin. Dankeschön. Wir sind alle in vielen Dingen gut. Also, wer von uns sollte versuchen, einen Rekord zu brechen? Wisst ihr, ich habe da noch eine Idee. Wenn wir alle versuchen, einen Rekord zu brechen, jede in einer anderen Disziplin, dann haben wir größere Chancen, dass eine von uns den Wettkampf gewinnt. Ja, das machen wir. Orangella, du kümmerst dich um alles. Oh, okay. Noch nicht hoch genug. Der Bitzi-Bärchen-Weltrekord ist zweimal so hoch wie dieses Soufflé. Tja, dann muss ich wohl weiter probieren. Psst, nichts verraten. Hallo, Herr Rapelius. Guten Tag, Herr Bärchen. Guten Tag, Fräulein Erdbeer. Guten Morgen. Gibt es heute etwas Besonderes?
Was? Ja, es gibt Erdbeersoufflé. Oh, das klingt sehr köstlich. Das hätte ich auch gern, bitte. Schon unterwegs. Was ich sagen wollte, Herr Bärchen, ich habe dieses tolle Buch über merkwürdige Krankheiten gelesen. Bizarre Beschwerden und jeder kann sich anstecken. Meine Güte, wie ansteckend sind denn diese ansteckenden Krankheiten? Oh, bärig ansteckend. Die kriegen einen, ohne dass man es merkt. In diesem Kapitel hier geht es um Krackelwackel-Zappelitis. Leute, die das haben, tun merkwürdige, lustig aussehende Dinge, die sie noch nie vorher gemacht haben und die völliger Quatsch sind. Guten Appetit. Wundervoll. Dankeschön. Bonnie, kann ich noch irgendetwas für dich tun, bevor ich essen gehe? Nein, das war alles, Boris Bücherwurm. Dankeschön. Na gut, dann sehen wir uns nach der Pause. Bis dann, Boris. Hallo, Bitzibärchen Weltreisemagazin? Ich rufe wegen des Wettbewerbs an, dem mit der Reise. Genau, ich wollte Sie nur davon in Kenntnis setzen, dass es eine ganze Reihe von Weltrekorden gibt, die in Bitzibärchenhausen schon so gut wie gebrochen sind. Aber... Wie viele? Ich würde sagen, ungefähr 6 Rekorde oder so. Oh, ich weiß nicht, welche das sein werden. Aber sie werden überragend sein. Bärig überragend. Sie werden einen offiziellen Preisrichter schicken? Freitag? Perfekt. Danke. Danke vielmals. Wiedersehen. Jetzt ist alles in trockenen Tüchern. Trockene Tücher? Aber ich bin mir nicht sicher, ob wir wirklich schon bereit sind. Bereit? Ich habe in meinem Laden so viele Dosen gestapelt, das reicht für viele Rekorde. Ich bin Profi. Und dieser Preisrichter wird einen Stapel Dosen sehen wie noch nie zuvor. Okay, aber... Aber was? Bitte denk daran, du bist verantwortlich. Was sollen wir denn tun? Oh, da war ich vielleicht etwas voreilig. Tut mir leid, okay. Ich kümmere mich darum, dass jeder etwas hat, womit er einen Rekord brechen kann. Gute Idee. Und was machen wir jetzt? Wenn ich dir dabei helfe, etwas Passendes für dich zu finden, vielleicht fällt mir dann auch etwas für mich ein. Ups. Ich glaube, höher geht's nicht. Ich kann sie aber nicht draußen stapeln, da werden sie schmutzig. Ich habe eine Idee. Kommst du gut voran, Himbeertörtchen? Naja, ich will das bärig größte Kleid aller Zeiten nähen. Ich habe versucht, das kleinste Kleid zu machen, aber so klein konnte ich gar nicht gucken, um das zu nähen. Sieht doch total toll aus. Mach weiter so. Der Preisrichter kommt dann am Freitag. Oh, was? Das sieht super aus. Entschuldige, Zitronella. Ich wollte dich nicht erschrecken. Ach, ist schon okay. Es war sowieso nicht rekordverdächtig. Ich habe wirklich alles ausprobiert. Sogar 10 Nägel super schnell zu lackieren. Und hat das funktioniert? Oh, dann entscheide dich schnell. Du hast noch Zeit bis übermorgen. Dann kommt nämlich der Preisrichter. Oh. Bitte Mirma räuft zu Fell und dolpert, Schnut. Der Weltrekord im Überkopflesen wird schon mal nicht gebrochen. Ich kann einfach nicht so lange auf dem Kopf stehen. Tut mir leid. Wenigstens hast du es versucht. Na, macht Spaß? Versuch du mal zu tanzen, während du auf den Händen läufst. Hm? Oh, zeig mal. Ich glaube, ich kann es nicht. Ich übe das jetzt schon seit Stunden. Aber okay, ich mach's. Das ist unglaublich gut. Oh, jetzt ist mir schlecht. Oh, wie schlecht. Oh nein. Erklimmen zu Berg, den versucht Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel, den nur sie, wenn. Oh, dieses Mal warst du langsamer als vorher. Ich glaube nicht, dass ich beim Rückwärtslesen irgendeinen Rekord brechen kann. Ach, Bonnie, wir sind zwar kleine Personen, aber ich weiß, dass wir große Taten vollbringen können. Okay. Erklimmen zu Berg, den versucht Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel, den nur sie, wenn. Erklimmen zu Berg, den versucht Male, viele haben sie. Finden Schatz, den sie könnten, würden erreichen. Gipfel, den nur sie, wenn.
meine Haare. Ich habe Probleme mit den Farben. Kann ich dir irgendwie helfen, Herr Bärchen? Ich mache mir Sorgen wegen. Verfaulte Bären. Weswegen machst du dir denn Sorgen? Nun ja, ich meine, das ist, Fräulein Citronella, findest du nicht, sie benimmt sich, na ja, seltsam? Nein. Aber... Och, weißt du, sie liebt es einfach, Sport zu treiben. Oh, wenn es weiter nichts ist, dann... Möchtest du vielleicht ein Meersalzfußbad? Nein, danke. Ich denke, ich kümmere mich mal lieber um diese Pflanze hier. Na gut, dann bis bald. Ich meine, man sieht sich. Okay, Wiedersehen. Oh, Fußbad, ich bitte dich, Citronella. Nichts, was ich versuche, scheint gut genug, jedenfalls nicht rekordverdächtig. Außerdem wird Herr Bärchen langsam misstrauisch. Das liegt doch nur daran, dass du deine Rekordversuche draußen und am helllichten Tag geprobt hast. Wo soll ich denn sonst üben? Mein Tanzstudio ist viel zu klein. Mädels, bitte, hört auf, euch zu zanken. Wer hat das gesagt? Sie war's! Wieso müssen wir uns unter diesen Umständen treffen? Weil Herr Bärchen heute Nacht da draußen seine nachtblühenden Jasminpflanzen begutachtet. Ich glaube, mein Riesenkleid ist Blödsinn. Der Preisrichter wird mich auslachen. Hey, Leute, ich vermisse unsere Wir-schaffen-es-Einstellung. Orangella ist die einzige mit der Wir-schaffen-es-Einstellung. Wir-schaffen-es-Dosen-zu-stapeln-Einstellung. Ha, ha, ha. Ist doch gut, weil die Person, die verantwortlich ist, sollte auch die richtige Einstellung haben. Verantwortung zu haben ist anstrengender, als ich dachte. Kommt schon, Mädels, ich bin mir sicher, euch fällt etwas ein. Nicht für mich. Denkt dran, ihr macht das alles nur für Herrn Bärchen. Hey! Moment! Orangella, dein Dosenstapeln, das bringt mich auf eine Idee. Was für eine? Vielleicht sollten wir unsere Ideen austauschen, statt allein vor uns hinzugrübeln. Vielleicht sollte ich nicht irgendwas kochen, sondern ich könnte doch Früchte stapeln. Der höchste Früchteturm der Bitsi-Bärchen-Welt. Ja, und nachdem du gewonnen hast, essen wir ihn auf. Weißt du was, Emily? Deine Idee, das höchste Soufflé zu machen, bringt mich auch auf eine Idee. Ich könnte die höchste und fluffigste Frisur stylen. Mädels, das ist spitze. Oh, aber was ist mit mir? Ich habe bald keinen Stoff mehr für mein Riesenkleid, das ich nähe. Das ist es. Wie wär's, wenn du das Kleid mit den meisten Nähten machst? In dem Kleid sind inzwischen schon so viele Nähte und niemand in Bitsi-Bärchenhausen kann schneller nähen als du. Oh ja, ja. Dankeschön, Bonnie. Das mache ich. Und weißt du was? Niemand kann schneller vorlesen als du. Wieso versuchst du nicht, den Rekord im Schnellvorlesen zu brechen, statt über Kopf oder rückwärts oder... Naja, du weißt schon. Ich fasse es nicht, dass mir das nicht selber eingefallen ist. Danke, Himbeertörtchen. Seht ihr, Mädels? Ich wusste, dass wir es schaffen, wenn wir uns nur gegenseitig ein bisschen inspirieren. Und was ist mit dir, Pfläumeli? Keine Ahnung. Wie wäre es mit Pirouetten? Oh, die meisten Pirouetten hintereinander. Hey, ja! Mädels, das ist es! Und alle Sorgen sind unbegründet. Rückwärts springen, ja? Ja, und Fräulein Orangella hat ihre Ware genommen und vor der Tür aufgestapelt. Oh, ein klarer Fall der Krackel-Wackel-Zappelitis. Zum Glück haben Sie mich darauf aufmerksam gemacht. Wir sollten keine Zeit verlieren. Oh nein! Aber sind Sie sicher, dass wir einen Doktor einschalten sollten? Ganz sicher. Okay, Zeit nach dem Rechten zu sehen. Heute ist der große Tag. Bist du bereit? Wow, du siehst aus wie das weltgrößte Soufflé. Ist es gut? Nein, das ist großartig. Da ist der Preisrichter. Oh Mann. Hallo, Orangella. Oh, hallo, Boris Bücherwurm. Na, immer auf den Beinen, auf dem Pogo-Stick. Nun ja, ja. Dann lass ich dich mal weiter hüpfen. Bis später. In einer Eiche lebte eine Weide.
weise Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Sie sprach nicht mehr, hörte nur noch zu. So fand sie endlich ihre Ruhe. In einer Eiche lebte eine weise Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Sie sprach nicht mehr, hörte nur noch zu. So fand sie endlich ihre Ruhe. Oh. Immer noch nicht schnell genug für den Weltrekord. Schneller, schneller! Der Preisrichter ist fast da! In einer Eiche lebte eine weiße Eule. Sie hatte genug von dem Geheule. Ein Glück, dass Sie da sind, Dr. Knuspernuss. Zuerst war es nur Fräulein Fläumeli, aber dann hat es sich anscheinend ausgebreitet. Oh! Ich persönlich habe so etwas noch nie gesehen. Sie sollten unbedingt Prinzessin Bärchen informieren. Wer weiß, wer sich noch alles damit ansteckt. Oh. Tragisch und so traurig. Was können wir dagegen tun? Ich muss mir die anderen Patienten anschauen. Der Preisrichter ist nur noch ein paar Meter entfernt. Mach's noch fluffiger. Oh. Fräulein Citronella, sind Sie zu Hause? Oh, bin gleich da. Oh nein, Moment. Ich bin mir sicher, ich kann es so fluffig hinkriegen, wie es war. Oder noch fluffiger. Fräulein Citronella, sie muss auch noch zu den anderen Mädchen gehen. Oh, Sie haben ja recht. Das wäre nicht fair. So etwas habe ich noch nie gesehen. Hi. Und, wie finden Sie es? Ich finde, du solltest damit aufhören, Fläumeli. Oh Mann, mir wird einfach zu schnell schwindelig. Schwindelgefühl. Aber warten Sie nur, bis Sie Himbeertörtchen sehen. Wir sind schon unterwegs. Nun, mein Kind, ich denke, du solltest dich nicht so überanstrengen. Oh nein, Sie erkennen also auf den ersten Blick, dass es nicht genug Nähte hat? Oh! Ups, okay, aber Ihnen wird bestimmt gefallen, was Emily macht. Ja. Ich bin mir sicher, das wird es. Ich befürchte, das geht über meine medizinischen Kenntnisse hinaus. Es ist noch schlimmer, als ich es mir vorgestellt habe. Ich muss einen Spezialisten benachrichtigen. Wer weiß, wer sich damit noch alles anstecken wird. Ah! Zu spät. Sie konnten gar nicht nachmessen. Ich werde deine Temperatur messen. So etwas habe ich noch nie gesehen in der ganzen Zeit, seit ich Doktor bin. Doktor? Doktor Hella Knuspernuss. Jetzt streck deine Zunge raus, sag ah und erzähl mir, wieso du Früchte gestapelt hast. Na, um einen Weltrekord zu brechen und den Wettbewerb zu gewinnen. Sie glaubt, sie befindet sich in einem Wettbewerb. Aber wir sind in einem Wettbewerb. Wir alle. Sind Sie nicht der Preisrichter? Ich bin Ärztin. Herr Oppelius hat mich angerufen, damit ich euch helfen kann, weil ihr krank seid. Aber wir sind nicht krank. Bitte Sie, Sie können Ihr merkwürdiges Verhalten nicht bestreiten. Hüpfen und drehen und Dosen stapeln und ratschlagen. Wir wollten Orangella dabei helfen, eine Reise für dich zu gewinnen. Eine Reise? Für mich? Wenn wir einen Bitzibärchen-Weltrekord brechen, gewinnen wir beim Reisemagazin eine Urlaubsreise. Und die wollten wir dir schenken. Oh, oh je, das ist zauberhaft. Ich kann es nicht glauben. Aber wir haben versagt. Nein, wir haben nicht versagt. Orangella, du hast Verantwortung übernommen und uns alle motiviert, über uns hinauszuwachsen. Höher, schneller, weiter, als wir uns jemals hätten vorstellen können. Auch wenn keine von uns einen Weltrekord gebrochen hat. Oh, aber eine von euch hat tatsächlich einen Weltrekord gebrochen. Ach, wirklich? Woher weißt du das? Ich bin der Preisrichter des Reisemagazins. Du? Boris Bücherwurm? Ja, wir Preisrichter sind einfach überall. Mädels, es ist echt anstrengend, mit euch mitzuhalten. Mein Dosenstapel? Haben wir damit den Rekord gebrochen? Nein. Deine Sprünge mit dem Pogo-Stick. Ich habe mitgezählt, seit ich dich damit gesehen habe. Und sieh her, dein Hypfometer bestätigt es. Du hast 10 Sprünge an einem Stück mehr als der vorherige Rekordhalter. Ja! Herzlichen Glückwunsch, Herr Bärchen. Die Mädels haben eine Traumreise für dich gewonnen, wo immer du auch hin willst. Mir fehlen die Worte. Ich bin so erleichtert, dass sie nicht diese Krackelwackele... Wie nochmal? Krackelwackelzappelitis. Hier steht's in meinem medizinischen Buch. Krackel was?
Oh, Herr Rompelius, das ist kein medizinisches Buch, sondern ein Witzbuch. Bitte was? Ja, das ist ein Witzbuch mit erfundenen komischen Krankheiten und Wehwehchen. Das ist ja... Das tut mir leid, da habe ich mich wohl lächerlich gemacht. Keine Sorge, Herr Rompelius. Es ist ja alles gut gegangen. Und da mein Früchteturm auf dem Boden liegt, möchte ich euch alle zu mir einladen, Herrn Bärchens Urlaub zu feiern mit einer riesengroßen Portion Erdbeersoufflé. Ja!